Am Samstagvormittag wurde am Festplatz in Bad Mansweiler der Maibaum versteigert und der schönste Maibaum im Landkreis Esslingen gekürt. Bürgermeister Simon Schmid konnte unter Aufsicht von zahlreichen Interessierten den Maibaum fachmännisch versteigern. Bis zweiten und zum dritten Verkauf. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Prachtexemplar 2017. Herzlichen Glückwunsch, unser Maibaum gehört Ihnen. Das Mindestgebot von 50 Euro wurde sehr schnell von mehreren Bietern nach oben geboten. Bei 300 Euro konnte der Zuschlag an Werner Lang gegeben werden. Er erzählte uns, für was er den Baum nutzen will. Ja, also ich habe lange überlegt, ich fahre jeden Tag hier vorbei und habe gedacht, Mensch, dieser Baum, den will ich haben. Weil wir haben daheim noch bei meinen Eltern, die haben noch Holz, schönen Holzofen, Kachelofen. Und mein Vater hat halt gerne eine warme Stube und der heizt halt immer wieder Weltmeister. Mit einem wunderbares Buchenholz und ich finde eigentlich fast zu schade zu verheizen. Aber ich denke, wenn es irgendwie geht, der hätte ich gerne steigern. Und der weiß noch nichts davon, wenn ich jetzt nachher heimgehe und sage, du Vater, nächste Winterheizperiode kannst du den Maibaum verheizen. Der wird sich freier wie König und dann kann er Spechele machen. Wunderbar. Und das war so das Ziel und es ist auch noch von gutem Zweck. Der 32,5 Meter lange und 4,5 Tonnen schwere Baum ist eine reine Schurwälder Fichte. Klaus Zwerg legte noch 50 Euro drauf und somit konnten sich die Schulen in Bad Mansweiler über eine 350-Euro-Spende freuen. Die Feuerwehrabteilung Hohengehren bewirtete die Besucher und konnte mit Hilfe eines Kranes die Fichte fachmännisch fällen. Mit 204 Likes wurde die Gemeinde Bad Mansweiler in unserem Wettbewerb Spitzenreiter und konnte den Sieg für sich entscheiden. Wir übergeben heute den Wanderpokal und den Pokal für den Gewinner des Maibaum des Jahres 2017. Dieser geht an die Gemeinde Bad Mansweiler, an die Feuerwehrabteilung Hohengehren, die den Baum aufgestellt haben. Ich übergebe an Carsten Unrath den Wanderpokal, den großen. Den darf er nicht behalten, außer er gewinnt nächstes Jahr nochmal. Bitte schön. Und diesen Pokal dürfen Sie behalten. Wir freuen uns auf das nächste Jahr, bei dem vielleicht mehr als nur 18 Maibäume im Kreis gestellt werden. Care for Care, ein neuer Forschungsverbund, entwickelt Strategien gegen den Fachkräftemangel in der Pflege. Am Montagmittag fand die Scheckübergabe durch die Wissenschaftsministerin Theresia Bauer in der Hochschule in Esslingen statt. Projektpartner und Freunde und Unterstützer dieses Vorhabens. Sie haben ja schön eben auch namentlich wichtige Akteure genannt, deswegen erlaube ich es mir jetzt noch nicht nochmal zu wiederholen und dabei nicht irgendwie diese Verstolperung zu überhören. Ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, Ihnen zu sagen, auf den Termin hier heute habe ich mich wirklich gefreut. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Es ist für die Ministerin immer schön, wenn sie gute Nachrichten bringen kann. Und so eine Scheckübergabe ist immer was Feines. Ist ja auch eine Summe, ja, mit bis zu 1,43 Millionen für zunächst 3 Jahre. Ist das eine ordentliche Förderung und im Erfolgsfall kann es dann ja auch mal 2 Jahre weitergehen. Das ist einfach zunächst mal eine gute Nachricht, die ich gerne überbringe. Aber das Geld stand gar nicht im Vordergrund. Ich habe weitere gute Gründe, warum ich so gerne hierher gekommen bin. Ich bin nämlich doppelt so neugierig auf dieses Projekt Care for Care. Weil es in einer besonderen Weise was ein ganz besonders innovatives Zentrum für angewandte Forschung ist. Deswegen will ich es mir auch erlauben, hier jetzt nicht noch eine lange Rede zu halten, sondern genau genommen bin ich hierher gekommen, weil ich von Ihnen etwas erfahren will darüber, wie Sie dieses Vorhaben aufsetzen. Mit zahlreichen Reden wurde das Projekt den Interessenten vorgestellt und erläutert. Wir brauchen mehr Köpfe und Hände in der Pflege, damit möglichst viele Menschen auch im Alter ein selbstbestimmtes Leben in vertrauter Umgebung führen können, so Theresia Bauer. Mit Fördergeldern in Höhe von 1,43 Millionen Euro unterstützt das Land Baden-Württemberg und die Europäische Union das Projekt, das in Verbindung mit den Hochschulen in Esslingen und Ravensburg-Weingarten sowie dem Institut für angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen und der Katholischen Hochschule in Freiburg. Ziel ist es, in den nächsten 3 Jahren
zukunftsweisende Strategien zu entwickeln, um den erwartenden Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzuwirken. Im Anschluss konnten bei einem Umtrunk und Snacks über weitere Themen gesprochen werden.